Oh, jetzt bin ich darunter geflogen. Naja, egal, aber ich lebe noch. Und weiter geht's mit der nächsten Folge Tekkit Classic. Ich stehe hier nach wie vor bei der Turtle drin und guck Ich jetzt nach wie gerade vor mal, hier unten ob in die der jetzt wirklich nur Schlucht. eine Ebene macht oder zwei oder vier oder keine Ahnung wie viele. Das ist Yay. jetzt die erste. Hey, wow, dank der Turtle habe ich jetzt hier unten immerhin Licht. Ja, das stimmt. Ach, da bist du. Oh, da sind ganz schön Ja. viele Skelette bei dir. Echt? Ja, also über dir ist eines. Jetzt nicht mehr. Ist weg. Na gut. Für Gold brauche ich ja den Eisen. Eines noch. So. Scheiße, ich hätte mir ein bisschen Holz mitnehmen sollen, damit ich Fackeln machen kann. Ich könnte kurz welches holen und dir runterwerfen. Das wäre cool. Dann mache ich das doch. Muss nur hier wieder erst hochschwimmen. Ist in den Kisten was? Was? Ist in den Ja. Kisten? Gut. Massenhaft. Okay. Wie viel willst du? Ein bisschen was, nicht zu viel. Halben Stack? Also Stämme. Verarbeitetes. Ach so, ein halben Stack Ein halbes Stack Bretter. Okay. verarbeitet, das reicht schon. Gut, sollst du haben. So geht's natürlich auch. Was? Bist du hier runtergefallen? Nein, ich Oder bin wo runter? vom. Nein, ich wollte auf die Hausumrahmen, auf die Hauswand draufspringen und dann da runtergeflogen. Oh. Und nicht so sonderlich viele Leben gehabt. Nie eines. Oh, ja, bitter. Aber ich bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich darunter geflogen. Naja, egal, aber ich lebe noch. Creeper für dich. Ich sehe es. Oh, wow. Und So, hier ist wirf mal das Holz runter. Holz da. Dankeschön. So. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder da hoch. So, dann kann ich jetzt ja endlich hier ein bisschen heller arbeiten. Endlich Licht. Zur Not kann ich mir jetzt auch ein Crafting Table bauen, falls mir meine Tools ausgehen. Weil die Steintools ja immer relativ flott kaputt gehen. Ja, sie sind halt irgendwie auch die Sind halt praktischsten. eher sparsam zumindest. Jetzt macht die Turtle wieder relativ viel. Vielleicht lag es am Aufnahmewechsel. Das könnte sein. Nein, eigentlich ja nicht. Nein, ich meine nicht am Wechsel, sondern an der Tatsache, dass wir sie immer unterbrochen haben. Wo haben wir sie denn unterbrochen? Ja, wenn wir den Server verlassen haben. Wann haben wir denn heute den Server verlassen? Nein, heute doch nicht. Ja, aber du hast sie ja vorher nochmal losgeschickt. Ja, da habe ich sie einfach weiterlaufen lassen. Echt? Ja. Ach so. Wow. Inzwischen ist, glaube ich, mehr von dem Areal, wo die Turtle buddelt, weg, also Schlucht, als noch da ist.
Also, die Turtle hat nicht mehr sonderlich viel zu tun. Nee. Ein bisschen halt noch. Die Sache. Du musst dir eine andere Position für das Viech aussuchen. Mach ich dann schon. Endlich wieder was zu tun, Alter. Das ganze Crossbreeding geht einem ja auf den Sack. Das kann man mal machen, wenn man irgendwie zu viel Zeit hat. Ja, wenn du auf irgendwas wartest. Oder wenn du irgendwas nebenher tun kannst, dann kannst du Crossbreeding machen, aber so ist es richtig langweilig. So, jetzt bin ich irgendwo ziemlich weit unten angekommen, glaube ich. Ich hab grad einen Creeper gewonnen-hittet. Das ist schön. Mit einem Steinschwert. Das ist Unsinn, das ist seltsam. Ja, schon ziemlich, ne? Ich Trottel hätte mein Crafting Table mal mitnehmen sollen. Na, ich gehe den gleich holen. Jetzt muss ich mir am Ende doch mal 4 neue machen. Hier ist ein riesiger Slime unten in der Höhle. Cool. Nimm mit. Ziehen uns als Haustier. Gib ihm einen Name Tag. Weil wir ja auch hier in der 162 sind. Sehr froh, dass wir hier keine Infernal Mobs drin haben, sonst wäre der jetzt ziemlich imbar. Ja. Aber Slimes sind mit Infernal Mobs kombiniert ziemlich scheiße. Was kann ich mal da lassen? Erde haben wir eh viel zu viel. Ich hab schon wieder Dias. Echt? Ich hab Nikolite. Lass ich nochmal ein Stack Erde da. Lass am besten alle Stacks Erde da. Nee. Im Zweifelsfall spätestens, wenn wir dann einen Recycler haben oder so, brauchen wir es wieder, weißt du? Da können wir aber auch einfach diese Igneous Extruder bauen, oder gibt's die hier noch nicht? Ich guck kurz. Nee, schnell. So, na gut. Gibt es nicht. Okay, dann brauchen wir es halt tatsächlich. Eben. Außer du willst dich stundenlang in den Kobbelgenerator hinstellen. Das können wir ja machen, und so einen und mit dem Blockbreaker dann. Ja, klar, sobald wir es dann automatisieren können, geht's wieder. Pisser. Man schwimmt hier so unglaublich langsam nach oben. Ja, ne? Mein Problem ist eher, dass ich hier nicht mehr wegkomme. Wo weg? Aus der Schlucht raus, oder was? Aus der Nebenschlucht. Ah. Die einfach mal nochmal 3 Kilometer tiefer ist. Bei der einfach mal alles mit Lava und Obsidian gespickt ist. Oh. So, jetzt bin ich wenigstens mal ganz unten. Hey, ich hab hier deinen Gang gefunden. Mein Gang? Hier ist auf jeden Fall ein Strip. Mein Gang mit Fackeln. Das wird dann wohl meiner sein, ja. Siehst du? Kannst du einfach entlang latschen, dann solltest du am richtigen Ort rauskommen. Jo, könnte ich. Ich könnte ihn aber vorher auch looten. War da noch was drin? Nicht im Strip-Eingang, aber in der Schlucht, die durch die er führt. Ja. Die Turtle ist fertig, schon mal. Aber weißt du was? Ich mach hier mal ganz kurz eine Kiste. 7 Ebenen hat sie jetzt gemacht. Okay. Wahrscheinlich, Moment, kann das sein, dass das Inventar voll war? Weil das wäre ja möglich, dass die zurückkommt, sobald ihr Inventar voll ist. Wenn sie dann natürlich viel Verschiedenes findet, kommt sie früher zurück. Mhm. Ja, die ist voll. Aber normalerweise müsste sie sich doch ablegen und da einfach weitermachen, ist oder nicht? Ist offenbar in dem Programm noch nicht drin. So ein Müll. Naja, dann räume ich sie halt aus. Aber ich habe Uran. Ich glaube zumindest, dass es Uran ist.
Ich habe Nikolit. Ja, da habe ich auch ein bisschen was schon. Finde ich gut, Nikolit ist nämlich echt cool. So, jetzt habe ich hier auch ein bisschen Lapis. Koppels, nochmal Koppels, nochmal Koppels. Und ich war so schlau und habe alles Wichtige in eine Kiste gelegt. Das heißt, falls ich verrecke, ist immer nur die Hälfte von dem Zeug weg, was ich bis jetzt, also nur das Zeug, was ich ab jetzt finde, weg. Das ist gut. Nö, I'm a fucking genius. Slimeballs kommen zu den diversen Items, oder? Würde ich schon sagen, da sind ja bis jetzt alle Mob Drops drin. Du könntest ja einfach eine eigene Kiste für Mob Drops mal machen. Okay. Das kann ich ja damit drauf machen. Tools. Mob Drops. Ich würde irgendwie fast sagen, dass ich die Pfeile dann irgendwie auch zu entweder zu den Mob Drops oder zu den Tools pack. Mob Drops. Saplings können hier rein. Die beiden Schilder tue ich hier dazu. Die zwei auch. Ja, genau, stimmt. Ich wollte. Jetzt X-Ray, das wär's. Nein. Das wär's absolute Cheating. Das Tolle ist ja, wir brauchen für die Flower, brauchen wir dann später einen Energy Condenser. Für den brauchen wir dann nochmal 4 Dias mehr. Was bringt der Energy Condenser? Ja, das ist die Alchemical Chest, die du dann in die Mitte von der Flower packen kannst. Echt? Ja. Ich baue jetzt mal die Alchemical Chest. Haben wir denn schon genug Dias? Ich habe 4 gefunden. 2 brauche ich. Stimmt. Eisen und Reds. Das heißt, wir brauchen insgesamt noch 7 Dias für diese scheiß Flower da. Also nicht mal für einen Energy Condenser. Yay. Kannst ja ein Dia reinpacken und Tungsten Ore dazu. Vielleicht kriegen wir ja was. Ich probier's aus. Das waren Cobbles mit einem Stück Charcoal. Haben wir noch Charcoal? Nein. Dann mache ich mir kurz eine. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Der Creeper war gerade nicht so der Fan vom Hochgehen. Ein Redstone. Genau, das Eisen bekomme ich da noch. Und hierfür ein Dia und eine normale Kohle. Bei dir hat's geklopft. Nein, bei mir hat nichts geklopft an sich. Ich hätte bei dir irgendwas klopfen hören. Ich hätte gedacht, ich hab's bei dir klopfen hören. Bei mir hat's nämlich tatsächlich nicht geklopft. Okay. Bei mir glaube ich auch nicht. Okay. Finde ich witzig. Ist ja egal. Genau. Ist ja egal. So. Oh, das sind die 3 Coverlands Dusts.
Kiste und zwei Steine brauche ich noch. Noch mehr Nikolit. Ja, so viel brauchen wir aber auch nicht. Chest. Cool. Cheater. Soll ich die Covalence das zu den Rohstoffen oder zu Technik tun? Das war Covalence. Ach so, pack's zu Rohstoffen. Okay. Nee, genau, die Chemical Chest war ja zunächst mal nur eine sehr große Kiste. Dann brauchen wir wirklich zuerst noch 4 Dias und 4 Obsidian. Siehst du? Na gut. Aber wir sind auch schon wieder bei 16 Minuten. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.